Wir machen eine Knoblauchpaste. Wenn ihr das macht, müsst ihr erstmal unter eurem Brett ein nasses Tuch oder ein feuchtes Tuch legen, damit das hier einen festen Halt hat, weil sonst würde es rutschen. So, ich habe hier zwei Knoblauchzehen. Ich habe hier mal extra eine mit Keim genommen. Sowas braucht ihr nicht wegschmeißen, sondern das könnt ihr auch verwenden. Allerdings nicht den Keim. So, den schneiden wir jetzt einfach mal raus hier. So. Einfach hier so rausnehmen, dann hat man den ganzen Keim. Und das brauchen wir auch wegschneiden. So. Wenn ihr den Keim essen würdet, der macht einen seltsamen Geschmack und passt eigentlich nicht zu Knoblauch. Jetzt kann es sein, dass hier auch ein Keim drin ist. Da braucht man nur reinschauen und man sieht, hier ist kein Keim drin. Der ist noch frisch. So, jetzt hacken wir das Ganze. Ein bisschen klein hacken, so. Und jetzt brauchen wir Salz. Kommt eine ordentliche Prise Salz da drauf. Und mit den Salzkristallen, die da sind, zerreiben wir jetzt den Knoblauch. So, das sollte reichen. So, dann fangen wir mal an. Und zwar legt man hier das Messer ungefähr in einen 5 Grad Winkel an und presst ihn mit dem Mund. Man hört es schon knirschen. Dann mache ich jetzt mal ein bisschen schneller. Einfach erstmal platt drücken hier. Ganz zusammenschieben. Und dann nochmal. Ja, das wird schon matschig. Ganz nochmal. Ja, und jetzt sehen wir schon, jetzt wird es schon eine Paste hier. Die kann man jetzt dazu benutzen, um Fleisch oder Fisch einzureiben. Oder auch für Füllungen.